Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Freien Wähler fordern, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen, weil wir überzeugt sind, dass die jetzige Regelung nicht mehr zielführend ist, dass die jetzige Regelung, nach der viele Straßenanwohner bei einer Erneuerung der Straße hohe Summen zahlen müssen, für diese Bürger existenzbedrohend ist, weil wir sehen, dass die jetzige Regelung für viele Kommunen eine große bürokratische Herausforderung darstellt, nennen Sie es Bürokratiemonster, weil wir sehen, dass es viele juristische Auseinandersetzungen gibt, dass sowohl Einzelpersonen und zunehmend auch Klagegemeinschaften gegen ihre Beitragsbescheide klagen, dass wir selbst auf Ebene der Finanzverwaltungen Rechtsunsicherheit haben, ob Straßenausbaubeiträge als Handwerkerrechnung angesetzt werden können bei der Steuer. Hier sagt das Finanzamt Nürnberg, das geht. Die Bundesfinanzverwaltung sagt, das geht nicht. Sie sehen also, selbst die Steuerpolitik weiß ja nicht, wie mit dem Ding umzugehen ist. Wir sehen eine zunehmende Problematik auch in finanzschwachen Kommunen. Bayern hat gut 100 Gemeinden, die Stabilisierungshilfen bekommen. Diese Gemeinden bekommen diese Stabilisierungsmittel nur dann, wenn sie im Gegenzug Straßenausbaubeitragssatzungen einführen und anwenden, während andere Gemeinden, denen es wirtschaftlich besser geht, sich noch rausmogeln können, noch sagen können, wir brauchen keine Satzung, wir wenden keine Satzung an. Aber jetzt gibt es dieses ominöse Urteil ja für die Gemeinde Hohenbrunn im Landkreis München vom November 2016, dass eine Gemeinde zwingt, selbst gegen den eigenen Willen eine Satzung anzuwenden und bei den Bürgern abzukassieren, was mittlerweile von vielen Kreisen, von Juristen, aber auch beispielsweise vom Deutschen Städtetag quasi als Musterurteil gesehen wird, nach dem Motto, das bedeutet ja dann, dass fast alle Gemeinden, wenn sie denn nicht eine ganz gute Begründung haben, ja Straßenausbaubeitragssatzungen erlassen müssen. Und jetzt geht eben draußen das große Heulen und Zähneknirschen los. Immer mehr Gemeinden ja diskutieren jetzt mit ihren Gemeinderäten die Einführung von Satzungen, diskutieren das Thema wiederkehrende Beiträge, ob das denn ein Ausweg sei. Und es stellt sich raus, dass auch der Vorstoß, den der Landtag damals gemeinsam gemacht hat, wiederkehrende Beiträge einzuführen, ein Fehlversuch war. Es wird nicht angenommen, es funktioniert nicht. Es sagen die Bürgermeister, es sagen die Kämmerer draußen, das macht noch mehr Bürokratie. Und selbst die Beitragszahler sagen, das bringt für uns keine echte Erleichterung. Wir sehen also, dass wir hier an vieler Stelle an der Wand stehen und es geht jetzt hier nicht um die Milliardenbeträge, meine Damen und Herren, sondern es sind in den letzten Jahren pro Jahr rund 60 bis 65 Millionen Euro über diese Bürgerbeiträge eingesammelt worden. Der Gemeindetag nennt eine Summe von 100 bis 150 Millionen, die nötig seien, ja, um Kostenmehrungen aufzufangen, die vielleicht auch dadurch entstehen, dass Gemeinden ja Straßenbaumaßnahmen in Angriff nehmen, wenn sie dieses Damoklesschwert nicht mehr über sich haben, weil viele Bürgermeister, vor allem auch in diesen finanzschwachen Stabilisierungsgemeinden, natürlich argumentieren, okay, aus juristischer Sicht muss ich wohl eine Satzung haben, aber aus politischen Gründen wäre es teilweise Selbstmord, diese anzuwenden, es sind schon Bürgermeister abgewählt worden mit der Geschichte. Jetzt sagen sie dann, reparieren wir eben nicht mehr, so wie es ordentlich nötig wäre. Wir führen die Satzung ein, um der Rechtsaufsicht Recht zu geben, tun aber nichts mehr und schieben damit einen Finanzierungsstau vor uns her. Das heißt, dieses Thema Straßenausbaubeitragssatzung führt de facto vielfach sogar dazu, dass der Straßenzustand schlechter wird, weil die Bürgermeister dieses Thema umschiffen wollen und dann eben nicht mehr generalsanieren, was vielleicht sinnvoll wäre, sondern im besten Fall noch billiges Flickwerk oben drüber betreiben, was ja dann nicht abgerechnet werden muss. Und damit sind wir Freien Wähler jetzt zu der deutlichen Erkenntnis gekommen, wir müssen handeln, wir können nicht so weiter tun wie bisher.
Die Bürger gehen zunehmend auf die Barrikaden. Deutlich über 100 Bürgerinitiativen bayernweit haben sich schon organisiert. Weitere stehen in den Startlöchern. Und meine Damen und Herren, es ist auf Dauer auch für den Freistaat Bayern nicht mehr haltbar, dass er beide Augen zudrückt und sagt, dann wenden wir eben geltendes Recht nicht an, zwingen die Gemeinden vorerst nicht so deutlich, vor allem nicht vor der Landtagswahl, um irgendwo ja keine Widerstände auszulösen. Und wenn wir jetzt in Gebiete reingehen, wo wir noch keine Satzungen haben, Unterfranken hat es fast komplett, Niederbayern knapp die Hälfte, der Rest des Freistaats um die 70%. Wenn Sie jetzt auch den Kommunen noch kommen, die keine Satzung haben, dann werden Sie dort nochmal massiven Widerstand auslösen und die Bürger haben, meine Damen und Herren, Existenzängste, die begründet sind. Da sage auch keiner, ja, die müssten ja nur bis zu 40% ihres Grundstückswertes hier zahlen. Darüber hinaus werde ja gekappt. Meine Damen und Herren, 40% des Grundstückswertes, das kann eine ordentliche Summe sein. Es gibt insgesamt Summen von über 100.000 Euro, die per Beitragsbescheid ins Haus flattern und zwar mit einem Minus vorne dran. Erklären Sie das einem Rentner, der ein paar tausend Euro für die Rente zur Seite gelegt hat, wenn er plötzlich 10.000, 50.000 Euro zahlen muss. Erklären Sie das einem Hauseigentümer, warum er das zahlen soll, obwohl ein Durchgangsverkehr besteht, der die Straße kaputt fährt. Vielleicht hat der Hauseigentümer nicht mal selber ein Auto und muss hier mitzahlen. Und dann die Diskussion, was ist eine Anliegerstraße, was ist eine Durchgangsstraße und wie rechnen wir das ab? Meine Damen und Herren, Sie werden da auf keinen grünen Zweig mehr kommen. Und deshalb sind wir Freien Wähler der Überzeugung, wir müssen hier reinen Tisch machen. Wir müssen gemeinsam den Weg nach vorne beschreiten. Und der heißt Abschaffung dieser Beitragszahlungspflicht und auch der Möglichkeit, Beiträge einzusammeln über diese Stelle und eine Gegenfinanzierung. Wir schlagen hier vor über das EVG, über den Verbund der Kfz-Steuer. Dort würde eine Anhebung von derzeit gut 50%, das an die Kommunen weitergereicht wird, auf 75%, 150, 160 Millionen Euro einbringen. Wenn Sie sagen, Sie haben bessere Lösungen, sind wir für jeden Vorschlag dankbar. Der Freistaat Bayern hat in diesem Jahr 600 Millionen Steuermehreinnahmen im Vergleich zu dem, was er vorher errechnet hatte. Es gibt diverse Möglichkeiten, hier diesen fehlenden Finanzbetrag den Kommunen rüberzugeben, um diese Einnahmeausfälle, die wegbrechen, weil die Bürger nicht mehr bezahlen müssen, abzupuffern. Und dann rechnen Sie noch gegen, was alles an Bürokratie wegfällt. Wir haben mittlerweile eine Beratungsindustrie, die sich darauf spezialisiert hat, ja, Fortbildungsveranstaltungen zu organisieren, die wiederkehrenden Beiträge zu erklären, den Bürgermeistern, den Gemeinderäten, den Kämmerern zu sagen, wie das Ding denn umgesetzt werden müsste. Wir haben eine riesige juristische Mannschaft hinten dran schon stehen, die sich mit der Umsetzung beschäftigt, die die Dinge ausstreitet. Wir haben Gerichtsurteile und haben jahrelange Verzögerungen der Rechtssicherheit. Und es spricht ja für sich, dass die Stadt München zunächst mal keine Satzung haben muss, das wird geduldet. Und die Begründung lautet, jawohl, weil hier die Soße teurer ist als der Braten, weil die Verwaltung hier teurer wäre, als was hinten rauskommt. Das gilt nicht nur für München, das gilt genauso für eine Landkommune, meine Damen und Herren, wenn hier ein juristischer Apparat vorgehalten werden muss und ja, den Gipfel hat ja Ihr CSU-Kommunalsprecher draufgesetzt, wenn er sagt, die jetzige Regelung, das wäre ein Ausdruck der Selbstverwaltung der Kommunen. Meine Damen und Herren, das ist zynisch dahingehend, dass die Kommunen ja hier nicht nach freien Dünken entscheiden können, ob sie das denn tun wollen, sondern sie werden vielfach gegen ihren Willen gezwungen, diese Satzungen einzuführen und anzuwenden.
werden hier ins Messer gejagt und deshalb die klare Aussage, man kann das Ding drehen und wenden, wie man will. Es geht darum, jetzt endlich einen Schnitt zu machen. Es ist finanzierbar, es ist ein Fortschritt in vielerlei Hinsicht. Es brächte keine Nachteile, wenn wir diese Satzung abschaffen, wenn wir diese Beitragspflicht abschaffen. Und wenn Ihr Kollege Huber sagt, okay, das wäre Politik für die Großen und die Kleinen müssen es zahlen, meine Damen und Herren. Die Hälfte der Einwohner Bayerns wohnt in selbstbesitztem Wohnraum. Also 6 Millionen Menschen wohnen in Häusern, denen das selber gehört. Wenn Sie die Hälfte der bayerischen Bevölkerung als Großkopferte abstempeln wollen, denen es ja recht geschieht, wenn sie abkassiert werden, meine Damen und Herren, dann sind Sie schief gewickelt. Und ich sage noch eins dazu. Selbst der Mieter leidet drunter, weil natürlich ein Hausbesitzer und ein Vermieter in die Miete diese Beiträge einpreist. Der zahlt es nicht aus Jux und Tollerei, aus privatem Geld, sondern der will das über die Miete indirekt wiedersehen. Also ist die gesamte bayerische Bevölkerung hier belastet. Deshalb klare Ansage, weg mit dieser Straßenausbaubeitragspflicht. Und ich kündige es hier und heute auch an, wenn heute nicht klare Signale von der CSU kommen, dass sie diesen Weg mitgehen wollen, dann leiten wir ein Volksbegehren ein. Vielen Dank.